So, hallöchen damit, willkommen hier zurück beim Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Map Stettin fiktiv und fahren heute die Linie 300 und, boah, lass mich nicht lügen, 387, glaube ich. Und zwar vom Dvořák nach irgendwo anders hin, also vom Bahnhof nach woanders hin. Und zwar stehen wir hier gerade nicht am Startpunkt. Wir müssen erst ein paar Meter ausrücken bis zu unserem Startpunkt. Wir steigen gerade schon mal ein. Ich kann schon ein bisschen hier den Motor Druckluft aufbauen. Also das braucht immer einen Moment. Auch schon mal die Kasse initialisieren. Also das ist alles immer ein bisschen mit Zeit verbunden. So, und dann können wir schon mal gucken. Fahrplänchen liegt hier. Schauen wir schon mal genau. 387. Geht ungefähr mit Ausrücke zur halben Stunde. Ist ja verrückt, ne? Ist ja verrückt. So, dann können wir vielleicht mal ein bisschen... Ach, die Route läuft sogar schon. Stimmt, das habe ich vorhin mal probiert, weil wir haben nämlich einen Bus, der eigentlich eine Busehof-Datei benötigt, also eine Buse-Matrix hat. Habe allerdings noch keine Hofdatei dazu gefunden und war auch zu faul, eine zu erstellen. Deswegen fahren wir heute einfach mal ohne Matrix. Wäre auch keinem aufgefallen, glaube ich. So, gehen wir mal hier ein. Und für die, die es nicht wissen, beim ersten 1, 2, 3, 4, beim zweiten 4, 3, 2, 1, sondern 5, 5, 5, 5. Darf ich eigentlich nicht weiterziehen, weil das ist meine vollgeheime PIN-Nummer, aber ist ja egal. So, die Frage ist, wo wir dicht haben. Schauen wir mal. 7. Das ist vorne. 8. Eigentlich reicht auch das hier, oder? Na komm, wir machen schon Vollbeleuchtung. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Start mit der hier und dann machen wir vielleicht später nochmal... andere Licht an, aber ich glaube, aktuell reicht das erstmal so dicht vorne. Ein bisschen Fenster vielleicht. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg zum Start. Ja, das dürfte schon mal alles eingestellt sein. 387 ist hier die oberste Zeile, ist die Linie. Das zweite ist die Route. Und das dritte, da wird dann eben automatisch das Ziel daraus generiert. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Und ja, ich würde sagen, wir starten gerade mal. Also ich bin schon ewig nicht mehr mit dem Bus hier gefahren. Der hat nämlich ein bisschen anderes Schaltgetriebeskript als so der Rest der Busse, die so auf dem Markt, wollte ich gerade sagen, aber eigentlich ist es ein kostenloser Markt, die auf dem kostenlosen Markt so unterwegs sind. Der erste Gang ist vergleichsweise groß, das sieht man selten bei Bussen. Ich fahre jetzt hier durchgehend im ersten Gang und die Drehzahl ist immer noch komplett in Ordnung. Also das ist ein Bus, den kannst du wirklich komplett im ersten Gang anfahren. Das hat man, wie gesagt, nicht oft, das finde ich aber eigentlich ganz cool. Weil ich doch gerne im ersten Gang fahre. So, dürfen wir einmal raus hier. Ich habe mich gedacht, ich stelle mich mal irgendwie so an eine der nächstgrößeren Busbahnhöfe, die wir hier haben, um eben von hier aus zu starten, um ein paar Meter hier auch mal so einzurücken. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also die Idee haben mal ein paar Leute, also es war nicht nur einer. Der Bus ist aber vergleichsweise leise. Also die Idee hat mal ein paar Leute gehabt. Und zwar haben wir wieder unter meine Folgen geschrieben, ja, ich fahre nochmal vom Betriebshof los und sowas. Und ich habe das irgendwie voll viele Folgen lang nicht gemacht. Aber jetzt finde ich da irgendwie wieder langsam Gefallen dran, weil ich das eigentlich ganz cool finde, dass man nicht von dort startet, wo man eigentlich losfährt, sondern wie eben auch auf Dobel. Ich fahre mal ein bisschen schneller, damit ich hier noch vorbeikomme. Ich muss nämlich ganz nach links. Dankeschön. So, damit wir ein paar Meter erstmal zum Startpunkt fährt. Das muss man ja morgens bei Dienstantritt im Regelfall natürlich auch machen. Da siehst du, da merkst du schon, dass das war von der Drehzahl wieder für den zweiten Gang zu tief. Dafür ist der Blinker ätzend. So, seid ihr mal froh, dass der Bus nicht so laut hört. So, genau, machen wir hier einmal rein. Das ist aber schwer einzuschätzen, weil man recht hoch sitzt hier. Genau, das Dashboard und das Lenkrad relativ klein sind, aber jo. Der Bus halt normal breit, aber es ist nun mal einfach so. Ich bin da mal gespannt, das ist wieder eine normale Linie. Das letzte Mal sind wir ja Express gefahren. Dann gibt es auch diese Sonderlinien mit dem S davor. Die fahren dann eben nur zu ganz bestimmten Zeiten, habe ich gesehen, gelesen, was auch immer. Und irgendwie die Expresslinien haben meistens zwei davor. Also irgendwie so gibt es da auch ein System. Da gibt es auch Sonderlinien und Nachtlinien, die eben irgendwie eine 5 davor haben, glaube ich. Ich blicke da aber nicht zu 100% durch, aber... Deswegen lasse ich mir auch gerne mal von euch so ein paar Tipps geben, wie das ja war auch ein Tipp aus den Kommentaren, sowohl Map als auch Bus von zwei verschiedenen Leuten. Ich lasse mir da gerne ein bisschen helfen, wenn ich mich auf der Map noch nicht so ganz so gut auskenne, wie hier jetzt gerade zum Beispiel. Da kann man dann durchaus mal schauen, gerade von den Leuten, die schon ein bisschen gefahren sind auf der Karte, so ein paar Tipps für mich haben. So, müssen wir hier einmal schauen, dass wir die Leute da nicht, also die nicht vorne Leute am Fußgänger überweg und denen da vielleicht auch nicht, Dankeschön. So.
fahren wir erstmal schön über die, also ich finde ja die Straße, ist sonst Blein aus Falkensee, also aus dem 9-Omsi-2-Bereich von Spandau. Und den finde ich halt echt klasse, der mit den Straßenschäden, die ja auch mit Omsi-2 gekommen sind, wo sich quasi die Straßenschäden dynamisch auf sein Spline generiert, wie hier zum Beispiel. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Funktion und dass auch hier die Splines, weil ich von den Texturen ja auch ganz schön finde, dass die hier häufig Anwendung gefunden haben auf der Karte. Das gefällt mir wirklich, also gerade in den neuen Bereichen findet man viel von diesen, ja, ein bisschen älter aussehenden Splines aus Falkensee, was ich echt klasse finde, weil das ein Bereich auf der Spandau-Karte ist, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Und auch hier links ist das Kopfsteinpflaster, kommt ja auch daher. Also das ist echt ein Bereich hier, der mir gestalterisch gut gefällt. Ich bin auch schon mal so ein bisschen Test geflogen, frei wie ein Vögelein, um mal zu schauen, was uns denn so erwartet hier auf der Linie. Und ich muss sagen, das war... Ich bin schon mal gespannt, wie das aus der Fahrerperspektive aussieht. Ich glaube, dass das nämlich ganz schön wird. So, Polizei mal auch hier. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es losgeht. Ich glaube um 7.02 Uhr oder 7.04 Uhr. Kurz nach 7 auf jeden Fall. Die Uhr sehen wir hier schön hier auf unserem Dashboard eingeblendet. Wissen wir, wie viel Uhr es ist. Ist meistens von Vorteil. Ich kann mal ganz kurz spickeln gehen hier. Um 7 nach. Ich glaube aber, dass dann irgendwas nicht richtig ist. Hä, es kann aber nicht sein. So viel Zeit habe ich mir gar nicht gelassen. Ich dachte, ich eine Lüge hier. Spielversuch bitte verkackeier, weil ich glaube nämlich nicht, dass ich eine Viertelstunde Zeit eingestellt habe. Glaube ich zumindest. Naja, vielleicht bin ich einfach nur inkompetent. Das wäre, glaube ich, auch nichts Neues. Bin aber gespannt, wie es aussieht, wenn wir da sind. Dann schauen wir gerade nochmal auf die Uhr und schauen, ob wir nochmal eine Uhr drehen können, / müssen. Weil dort links, da blicken wir schon mal unseren Startpunkt. Also ich finde auch die Vegetation echt schön gelungen. Da links haben wir schon unsere Starthaltestelle. Allerdings müssen wir noch ein paar Meter fahren, um halt eben einmal über den Bü zu kommen, weil wir jetzt eben einmal über die Schienen rüber müssen. Genau hier, Dvořák, PKP, schlag mich tot. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass was mit der Zeit nicht ganz so stimmt. Egal. Wir werden das gleich nochmal näher und anschauen hier. So, die Laterne stand aber auch verdächtig nah irgendwie hier am... Na gut. Ich werde damit klarkommen, dass die Laterne da nah stand. Weil vor allem, wenn man schaut, dass der Spiegel... Also glücklicherweise haben die Spiegel in Omsi ja keine großartige Kollision. Das geht meistens halt eben soweit ganz gut. Und nur der Bus an sich. Was haben wir jetzt hier Schönes? Ja, meine Damen und Herren. So wie zum Thema keine Kollision. Für hat er was anderes eine ganz schöne Kollision. Probier es mal mit. Nein, du fährst jetzt. Sagen Sie mal. Da komme ich nicht durch. Wer beleidigt, da komme ich nicht durch. Um angesichts dessen, dass wir da den Bulli stehen haben. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe die... Das war nicht meine Idee. Meine Idee war, rückwärts zu fahren. Na gut, aber jetzt können wir den Bulli auch gleich komplett wegschieben. Jetzt ist er voll uns egal. Komm, dann schieben wir den mal so ein bisschen hier dezent zur Seite. Mist, ich habe jetzt... Ich wollte rückwärts fahren und habe den Vierten erwischt. Weil mein Ziel war eigentlich, rückwärts zu fahren, damit der Bulli fahren kann, damit wir... eben dran, also dass der Bulli erstmal fährt und dass wir dann eben auf die Spur vom Bulli ausweichen können. Hör, was hat echt Michael Bulli? Habe ich damit zu tun? Ja, das frage ich mich auch immer. Haribo Goldbeeren. Die 200 bis 250 Gramm Packung, verschiedene Sorten. Die Woche für nur 66 Cent. Ja, sowas in der Art. So, zum Beispiel Colorado oder Goldbeeren. Ja, genau. So, fahren wir mal hier Kreisverkehr. Mit dem Bahnhof rein. Den Bulli, den ignorieren wir einfach gerade mal. So, da sehen wir auch schon die 387 angeschrieben. Bis den Gang hat das nicht gefressen. Wie gesagt, ich habe ja schon mal erwähnt, dass das Skript hier ein bisschen anders ist als Schaltgetriebe-Skript. So. Da vorne ist Starte und er hat irgendwie weiter gestartet. Ist nichts ganz so gut. Schauen wir mal. Was bist du denn da vorne? 289. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, kommen wir dann wieder hier zu unserem Start. Nicht? Schade, dann muss ich das gerade nochmal neu machen. Ich wollte das jetzt eigentlich gerade irgendwie... naja, gut. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich mache das gut. So, tatsächlich geht erst um 7 nach los. Machen wir mal nochmal auf 5 vielleicht. So, dann ist der Kollege nämlich auch weg. Das ist eigentlich ganz praktisch. Achso, wir wollten das Licht anmachen. Wobei, es wird langsam hell. Na, machen wir trotzdem.
Oh, die Beleuchtung hier an, würde ich sagen. Was bist du für ein Kollege? Schnappst du mir gerade meine Fahrgäste weg? Ich glaube, der fährt aber woanders hin. Das ist eigentlich. Von dem her ist mir das. Noch ein Kollege. So viele 289 hier. Es ist echt. Also, es ist heftig. Naja, gut, es wird schon so seine Richtigkeit haben. Ich zweifle das mal nicht an. So, hier sieht mir das nach Pausenplatz aus. Hier hätten wir auch stehen können, allerdings ist der Kollege da halt ein bisschen dafür ungünstig gestartet. So, was bist du? Du bist eine 156. Okay, also hier fällt das gerade im Moment alles los. Das ist aber auch nicht verkehrt. Dann haben wir nicht allzu viele Leute zu bewältigen. Und können eigentlich den Morgen vielleicht ganz gemütlich angehen lassen. Hier unsere erste Schicht. Ist mit Blicken erstmal besser sein. So. Einmal stehen bleiben. Kommt mal rein. Hallo. Piep. Hast du einen Vogel? Ach nee, die stempeln so ab. Okay. Ja. Guten Tag, Manni. Der erste, der mich begrüßt am schönen Morgen hier. Es ist super. Hallo. Hallo, kommen Sie alle mal rein. Hallöchen, Popüchen. Eine Fahrkarte, bitte. So, einmal Fahrschein, dann schauen wir mal. Ich glaube, das war. Oh, wie ging das nochmal? Nicht Storno. Menü. Oh, Ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, das ist mir klar. Ich will nur irgendwie zurückkommen. Warte mal. Entschuldigung. Ich hab doch noch was so. Ah, genau, hier war das. So, Fahrschein. Ja, 2,70 Fahrschein. So, es braucht nur ein bisschen. Ich habe dazu sogar schon mal ein Video gemacht. Das hätte ich mir jetzt anschauen müssen. Aber es ist mit dem Rausgeben muss jetzt nicht sein. So. Guten Tag, kommen Sie mal rein. Hallo. Wenn ihr einen Fahrschein wollt, müsst ihr mit ein bisschen Wartezeit rechnen. So, wobei jetzt weiß ich ja, wie es klappt. So, zack. Und Geld zurück. Ach, ich habe meinen Aussage gar nicht eingesetzt, sonst hättet ihr das jetzt sehen können. Schade. Ich habe aber schon mal ein Tutorial dazu gemacht. So. Dann hättet ihr wissen können, was ich jetzt hier gerade Tolles drücke. So, kommt jetzt alle mal rein, sind alle drin. So, Abfahrt werden wir, denke ich, schon haben. Hinten ist, glaube ich, offen, oder? Ja, jetzt ist hinten zu. Gut, dann können wir einmal hier los. Ich bin ja mal gespannt, ob der Fahrplan irgendwie. Wie er sich so gestaltet hier. Wir fahren mal ein bisschen hier gegen die schöne morgendliche Sonne. Finde ich eigentlich ganz schnieke und ich weiß gar nicht, ob das Ding hier irgendwie automatisch weiterschaltet oder so. Das schauen wir gleich mal, wenn wir an der nächsten Station sind. Ne, meine Damen und Herren, sonst machen wir das irgendwie selber. Weil das, glaube ich, eh keinen großen Einfluss hat, weil wir gefühlt eh keine Ansagen haben werden in dem Bus. Und eigentlich nur diese tolle Innenanzeige da vorne. Wo haben wir sie denn? Da, genau. Die in den nächsten paar Haltestellen anzeigt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was dann darauf Einfluss nimmt. Solche ist keiner. Dann fahren wir doch gerade mal durch. Ist doch eine voll gute Idee, oder? So, von da kommen wir und nach da fahren wir, glaube ich. Ja, genau, nach da fahren wir, glaube ich. So. Josh mit der wilden Sichtsteuerung. So, hui. Einmal raus. Es ist auch nicht viel los hier. Das finde ich eigentlich ganz gut. Der war jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen enges hier, wie wir schon mal gesehen haben vorher. Vor ein paar Minütchen. Ich glaube auch, dass er. Oh. Pass on Riesentrempels. Wobei, das ist nur eine Brücke, das ist kein Riesentrempel. Das ist schön hier. Das gefällt mir voll. Doch, das ist schön, das ist schnieke. Das ist toll. Kleines Brückchen hier. Vorne direkt die Haltestelle mit den neuen Leuten. So, 387, genau, wir halten nämlich überall. So, dann schauen wir mal, was wir da irgendwie. Gott, Leute, mit den Dreckschuhen hier. Weißt du, hier ist immer die ganze Zeit Dreck an der Haltestelle und dann tragen die Leute den ganzen Schmodder hier in meinen Bus rein. Das ist schlimm. So, jetzt können wir zweimal weiterschalten. Ja. Immer normal. So, werden 2,70. Und eine gute Fahrt noch. Tschüssi. Tageskarte. So, Tageskarte. 9 Geld und sogar passend gezahlt. Genau, liegen noch 2 drunter. Hallo. So, 2x2. Guten Tag, alle ein drin. Also irgendwie gefühlt haben wir uns um einiges mehr Fahrgäste als Danke. Zu unserer ersten Fahrt, die ja eigentlich ein Expressbus war. Naja, gut. Es wird schon so stimmen. Genau, da fahren wir hin. Aber Bus füllt sich langsam, das ist eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ich denke mal, wir können weiter. Ich denke mal nicht, dass wir irgendwie zu früh oder zu spät sind, hoffe ich mal. Können wir ja bald mal schauen, jetzt noch nicht. So, kommt da einer. Ja, aber der wartet. Der weiß, ich schon mit meinem Hintern irgendwie auf der Straße gestanden habe, dann wartet der einfach. Das kann der, das macht er schon gut. So, jetzt können wir einmal hier weiterschalten. Müssen wir anscheinend manuell machen, habe ich gerade eben festgestellt für mich selber. So. Das wisst ihr also auch Bescheid, ne? Hier, Parkplätze en masse hier in der Gegend.
Gut, ist auf dem Wohngebiet, da musst du halt schauen, wo du halt abends dein Auto hinstellst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. So, upsala, das wird jetzt aber... Ui, wird aber eng. Was habt ihr? Hier ist jetzt viel los. In so einer Kurve dann. Ich glaube, ich werde sterben, wenn jetzt einer kommt. Wenn. falsche Richtung. Also irgendwie habe ich es heute nicht so mit der Sichtsteuerung. Ich weiß gar nicht, warum. Für mich läuft es gerade nicht so. So, hier haben wir irgendwie... Drempels durch unsauber verlegte Straße. Also, in Real Life unsauber verlegt. Also hier im Spiel schon sauber verlegt, dass das halt so wirkt. Aber es soll halt ein unsauber verlegtes Kopfsteinpflaster, glaube ich, signalisieren. Halt, ihr wisst, was ich meine. So. Immer nicht. Halt, dann können wir einmal hier schon mal... Achso, die Tür geht erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit auf. Interessant. So, guten Morgen. Hallo. Piep. Sie alle ihren Fahrschein abpiepen. So, nächster bitte. Man, hier hat auch einen Fahrschein. Das ist eigentlich ganz gut. Dann können wir schon mal hier weiterschalten. Mit oben schön diese Haltestellenanzeige immer aktuell ist. Ich finde das eigentlich auch ganz praktisch, die Anzeige da oben. Das ist ja in der modernisierten Version. Das ist ja, das hier ist ja der 954E. Das ist ja der, der schon irgendwie... Ich hab's eh irgendwie für elektrifiziert oder so ein Mist. Wir werden halt eben eine Buse-Matrix haben und eben diese tollen Innern zeigen. Hatte der alte Bus nicht, der glaube ich bis 2006 gebaut worden ist und er hier dann ab 2006 oder sowas. Habe ich mal gelesen. Ja, der Josh, der liest Sachen. Dann lernt er manchmal Dinge, die er dann im Let's Play erzählen kann. Wie sowas unglaublich Wichtiges zum Beispiel, wie wann der Bus hier gebaut worden ist, den sich wahrscheinlich kein Schwein interessiert. Weil das mal wieder so ein Bus ist, den eigentlich wahrscheinlich nur Josh cool findet. Ja. Traurige Welt, traurige Welt. Aber so ist es meistens. Ich fühle mich schon echt schlecht. So, Kollege, du bist die Linie. Kann ich nicht lesen. Naja, dann halt nicht. Nee, dann weiß ich das halt nicht. Mir macht das auch nichts aus. Ich finde das auch in Ordnung, das nicht zu wissen. Naja, gut. Für mal schönes Kopfsteinpflaster hier. Das gefällt mir eigentlich. Wenn wir jetzt mal noch 10 Jahre lang gegen die Sonne fahren, dann könnte ich mir sogar noch überlegen... Ach, das ist die Matrix. Ich wollte gerade das Sonnenrolle-Runde machen, dabei war das die Matrix. Ah, läuft bei mir. So. Will auch nochmal jemand mit und jemand raus. Aber schön gemacht hier mit diesen kleinen Haltestellenhäuschen. Das gefällt mir. So.